Jeder von uns kommt in Schwierigkeiten oder herausfordernde Situationen während seines Lebens. Und ein ganz wichtiger Tipp ist, wenn so etwas in deinem Leben passiert, dass du Jesus an den Anfang und an das Ende setzt. Dass du, so wie du merkst, irgendwelche Dinge laufen komisch in deinem Leben, Jesus an den Anfang setzt. Und wartest bis zum Ende und daran feststellt, dass du sagst, am Anfang und am Ende von meinem ganzen Problem, von meiner ganzen Herausforderung, werde ich Jesus setzen, werde ich das Wort Jesus setzen, werde ich das sagen, was er sagt, was die Bibel sagt. Das ist für mich der Maßstab. Ich meine damit Folgendes. Die Bibel sagt oft, dass Jesus Anfang und Ende ist. Wir finden das beispielsweise in der Offenbarung, wo es mehrfach heißt, er ist Alpha und Omega, das ist A und O, erster und letzter Buchstabe im griechischen Alphabet. Für uns wir würden heute sagen, vielleicht Jesus von A bis Z. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der da kommt, der Allmächtige. In Offenbarung 21, Vers 6 heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und in Offenbarung 22, Vers 13 heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jesus ist der Anfang vom Ende deines Problems. Der Anfang vom Ende der Situation, in der du drin steckst, die so bedrohlich ist. Er muss am Anfang stehen und du gehst mit ihm hindurch. Setz ihn an den Anfang. Das ist mehr als nur ein Bibelvers. Das ist eine Wahrheit, die du für dich anwenden kannst, wo du sagst, am Anfang und am Ende von diesem Ding werde ich Jesus setzen und werde ich proklamieren, dass der Herr das alles in seinem Griff hat. Und das letzte Wort in dem, wo du stehst, hat Jesus. Das letzte Wort hat nicht der Arbeitgeber. Das letzte Wort hat nicht das Amt. Das letzte Wort hat nicht der Lehrer oder wer auch immer, auch nicht der Pastor. Das letzte Wort hat Jesus. Und das ist sehr wichtig, dass du daran festhältst, dass am Anfang und am Ende von den Dingen meines Lebens werde ich das Wort Gottes setzen, werde ich den Namen Jesus setzen, werde ich das proklamieren, was er über mir proklamiert hat. Anfang und Ende für dich. Anfang und Ende für dich. Der Erste und der Letzte. Alpha und Omega, für dich. Nimm das wirklich ganz persönlich für dich an und mach in den Herausforderungen deines Lebens die Entscheidung, Jesus an den Anfang und an das Ende zu setzen. Und du wirst sehen, Gott hat wirklich mehr für dich.